MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge FIFA 14 Ultimate Team Rising High. Und ihr seht, ich habe in der Saison schon zwei Spiele gespielt, eine Niederlage und ein Unentschieden. Das war nicht besonders gut und ich war auch nicht so besonders toll drauf. Irgendwie, ja, lief es nicht so wirklich gut und ich habe mir gedacht, komm, schmeiß das Gameplay weg, das ist beschissen. Was geht mit dem? Jetzt spielen wir auswärts. Old Trafford, okay, unser Gegner hat eine, heißt Red Devils, hat eine Bewertung von 82, das könnt ihr gerade nicht sehen, Chemie 100 und hat ein BPL-Team, sieht sehr stark aus, das wird also wieder was ganz Spezielles für mich hier werden. Ich hoffe einfach nur, dass wir nicht absteigen, das ist ja das Allerwichtigste. Die Verbindung zum Gegner wurde unterbrochen. Oh, Jaguars, sehr cool. Ja, schwarz gegen weiß, Nürnberg, oh, ein Nürnberg-Fan, Kingfahrt Stadium BPL. 78er Bewertung. Na gut, das nächste BPL-Team. Mal gucken, wie wir uns dagegen schlagen können. Das ist ein bisschen einfacher, wie es aussieht. Aber nichts ist wirklich einfach. Deswegen gucken wir mal. Dann ab ins Match. Ich hoffe, ich kann euch was Gutes liefern. Und Shaka, bis gleich. Okay, wir spielen gegen einen Engländer. Der setzt sich da gut durch. Ohoho, da gibt es Ecke. Na gut, er probiert es mal mit einem Fernschuss. War gar nicht mal so schlecht. Oh, Mann, hat da Neuer gut pariert. Noch einmal Ecke. Meine Güte, Manuel Neuer pariert dort richtig schön. Und der Gegner laggt. Oder ich lagge, ich weiß es nicht. Ich hoffe eigentlich mal nicht, dass ich das bin. Mega starke Verzögerung. Oh, Mann. Echt fast eine Sekunde, habe ich hier das Gefühl. Also auch meine Bewegung kommt verzögert rein. Scheiße, das ist nicht gut. Konnte nichts machen. Der Gegner laggt oder ich lagge. Also es ist merklich. Ich drücke den Knopf und es wird erst wirklich später ausgeführt. Ich hoffe, dass es nicht an mir liegt. Es ruckelt ziemlich. Krass, na gut, Kopfball rein. Kam nicht raus, meine Kopfballgeschichte. Meine Verteidigung. Natürlich ist es auch schwierig, so ein Ding abzuwehren. Ja, das schiebe ich einfach mal auf den Leck. Ja, drinne. Sehr gut gehalten. Mir juckt echt hier gerade mega an die Nase. Meine Güte. So, ab wieder nach vorne. Okay, kommt jetzt die Flanke. Jawohl! Lewandowski! Yes! Ich muss mich ein bisschen dämpfen. Ich darf nicht zu laut sein. Sehr schön. Es ist nämlich schon ziemlich spät. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Oh, ich habe hier ein schönes Blümchen. 22.46 Uhr. Ne, 22 Uhr? Oh, doch nicht so spät, wie ich dachte. Aber leider laggt es tierisch. Also es ist wirklich mega krasse Verzögerung. Ja. Oh, ich laufe vorbei. Ich laufe einfach vorbei. Ich kann nicht auf den Gegner reagieren, weil ich nicht... Also ich bin praktisch zeitverzögert. Ich bin in der Vergangenheit und dann ist er schon weg. Scheiße, ey. Ja, auch drinne. Wow. Was ein Lack. Was ein scheiß Lacker ich hier bin. Okay. Nein! Lewandowski! Mann! David Luiz. Oh! Ja, was ich euch noch sagen wollte, wir waren mit unserem Pack-Opening in den Top 5 Pack-Reactions von FIFA Goals United. Da möchte ich mich natürlich auch nochmal bei denen bedanken, dass ihr mich da reingelassen habt in eure Top 5, dass ihr mich da auf Platz 2 gewählt habt. Fand ich super cool. Und es sind auch scheinbar ein paar Abos dazugekommen. Ich weiß, es werden da sicherlich ein paar Abos vorbei oder ein paar Leute vorbeikommen, die dann sehen, so, du regst dich ja nur mit so einem Scheiß auf, bist voll der Noob. Ja, das ist wohl wahr. Ich bin nicht der allerkrasseste FIFA-Spieler, das sieht man ja auch hier. Das sieht man natürlich. Jovetic haut das Ding mir da rein. Echt Mist, dass wir jetzt hier wieder zurückliegen. Aber trotzdem, super, dass da so viele Abos jetzt rübergekommen sind. Ich weiß gar nicht, wie viele aktuell dazugekommen sind. Kann ich auch gerade nicht nachgucken. Es ist gleich erst Halbzeit.
2:1, unser Gegner führt hier. Oh! Yes! Schönes Schüsschen da von Aubameyang. Oder Aubameyang. Sehr schön. Woo! Da stand er oben. Super. Da stand er schön frei. Hab ich gesehen. Legt da ab. Statt er mich noch irgendwie durchzutanken oder so. Und dann aus der Entfernung reingehämmert aufs lange Eck. Sehr, sehr schön. 2:2. Ein super Ding. Freue ich mich echt. Super. Aber ich habe mich auch gefreut über die ganz vielen neuen Abos. Ich hoffe, dass wir noch weitaus mehr Abos dazu kriegen. Und darum an der Stelle, wenn ihr uns und auch dieses Let's Play unterstützen wollt, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Das wäre super mega geil. Granatenstark. Oh, daneben. Einfach Daumen nach oben, vielleicht auf Twitter, Facebook oder sonst wo teilen das Video, dass wir neue Zuschauer dazu bekommen. Ich find's einfach immer wieder geil, wenn neue Leute dazukommen. Und ich versuche mich natürlich auch nicht nur qualitativ vom Video zu verbessern, sondern auch inhaltlich, dass ich besser werde im Spielen. Da kann ich nicht wirklich viel bei machen. Das ist wirklich einfach so, dass ich spiele, wie ich spiele. Ich reg mich auch natürlich auf, wenn ich schlecht spiele oder der Gegner irgendwie komisch spielt. Da regt sich fast jeder auf. So viele Leute regen sich darüber auf. Wenn ich spiele, bin ich nicht objektiv. Ich spiele natürlich dann subjektiv und ich rede auch subjektiv. Natürlich rege ich mich auf, weil ich ja gewinnen möchte. Ist doch klar, das macht ja jeder. Und das versuche ich natürlich zu verbessern, dass ich viele Sachen lockerer sehe, aber es ist echt unendlich schwierig, da so mega locker zu bleiben. Und darum hoffe ich einfach, dass ihr das versteht, wenn ich mich hier aufrege. Das ist auch wie bei Road to Shore, der kackt sich auch immer ein. Wenn er spielt und da schlecht einfach ist. Sehr schön. Okay. Nutzen wir die Zeit, um mal kurz nachzugucken. Wir haben 35 Sekunden noch. Also, die Zeit. Wie viele Abos sind dazugekommen? Ich glaube, wir hatten, bevor dieses Top Reactions war, glaube ich, 6040 Abonnenten. Und es sind jetzt aktuell 6150. Ja. 6153 Abonnenten. Super. Freut mich. Mal gucken, wie viele es dann morgen sind. Bin ich mal echt sehr gespannt. Wahrscheinlich kommt auch nicht mehr so mega viele dazu. Aber es ist schon mal etwas, was wir dazu kriegen. Und jeder neue Abonnent ist gerne herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Und ich freue mich natürlich, wenn wir neue Zuschauer kriegen, die auch unsere Videos schauen wollen. Vollblut FIFA-Leute. Oh. Habt ihr auch gesehen? Ich habe den Spieler oben bekommen, obwohl ich den unten haben wollte. Und deswegen, ich habe damit gerechnet, dass ich der Spieler unten bin. Bin weggelaufen dadurch. Das nervt mich tierisch, dass wir nicht den Spieler kriegen, den wir eben da so sehen. Den wir eigentlich haben wollen. Scheiße, jetzt kommt die Flanke rein. Ach, diese verdammten scheiß Kopfballtore. Mann, ich mach sie ja selbst, aber es nervt. Ah. Kannst nichts dagegen machen. Ich habe versucht, den da mit allen Mitteln aufzuhalten. Es geht einfach nicht. Stehst da zu zweit vor dem. 3:2. Ah, das nervt. Sowas, dass wir da ständig so ein Mist faul kriegen für nichts. Für was ich gar nicht getan habe. Sehr schön. Lewandowski macht das Ding eiskalt verwandelt. 3:3. Super. Aber die Foul-Dinger nerven tierisch. 3:3, Spitze. Dann gezogen. Ich hätte es sweaten können. Nochmal kurz Maß genommen und ein Abschluss. Der muss drin sein. Oh. Ja, genau. Der ist auch wieder drin. Manuel Neuer, halt den doch mal fest. Wie kann man den nicht festhalten? Der kam doch nicht stark. Ach. Ein Schuss mit 3000 Kilometer pro Stunde, den hältst du in der Hand, aber so einen nicht. Ah. 3:3, so ein Scheißdreck.
Ein Punkt nur wieder. Verdammte Axt. Zwei Punkte. Und wir haben noch 7 Spiele. Es sieht nach Abstieg aus, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie sieht's denn hier in der Statistik aus? Also ich brauche echt ein paar Spiele, wo ich Tore, wo ich Punkte mache. 3 Punkte. Tore insgesamt 131 Durchschnitt. Pro Spiel 2,38. Ja, okay, cool. Trotzdem sage ich danke fürs Einschalten, dass ihr hier so tapfer mitgekämpft habt. Ich glaube, wir kriegen jetzt 1500 Punkte oder Coins. Damit können wir unsere Mannschaft so ein bisschen aufwerten. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.